the top 40 most common, most important German adjectives together with some nice and interesting facts about Germany. Hallo, guten Tag, wie geht's? Welcome to another episode of Your German Teacher. My name is Luzi, ich heiße Luzi, and I'm here to help you to improve your German. In this video, we're gonna talk about the top 40 German most common, most important adjectives. And because adjectives are not the most interesting thing, I added some small facts and figures about Germany with examples to each and every adjectives. Fangen wir an. Nummer 1. Das Gegenteil von bla 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 ist bla bla bla. I suggest always when you learn a new adjective, try to learn it together with the opposite. Like this, you have two adjectives in one catch and it's easier to memorize. So, das Gegenteil von is the opposite of something is something. Das Gegenteil von neu ist alt. Das Gegenteil von neu ist alt. Zum Beispiel, der Mercedes ist neu. Der Mercedes ist neu. Aber die Berliner Mauer ist alt. Die Berliner Mauer ist alt. The German wall in Berlin is pretty old, has been built in 1961. Nummer 2. Das Gegenteil von groß ist klein. Das Gegenteil von groß ist klein. Deutschland ist groß, ist ein großes Land, is a big country, Germany. Aber die Schweiz ist klein. Die Schweiz, Switzerland is small. Nummer 3. Das Gegenteil von viel ist wenig. Das Gegenteil von viel ist wenig. Zum Beispiel, die Deutschen essen viel Brot. The Germans eat a lot of bread. Die Deutschen essen viel Brot. Aber die Deutschen trinken wenig Tee. Die Deutschen trinken wenig Tee. The Germans don't drink a lot of tea. Nummer 4. Das Gegenteil von weit ist nah. Das Gegenteil von weit ist nah, far and close. Der Weg ist weit. Der Weg ist weit. The way is far. It's a long way to go. Oder die Ameise ist nah. Die Ameise ist nah. The ant is close. Nummer 5. Das Gegenteil von gut ist schlecht. As you know already, probably gut und schlecht. No examples needed. Nummer 6. Das Gegenteil von hoch ist niedrig. Das Gegenteil von hoch ist niedrig. Zum Beispiel, der Kölner Dom ist 157 Meter hoch. 157 Meter hoch. Aber die Berge in Holland sind sehr niedrig. Die Berge, the mountains in Holland, in the Netherlands, are very low. Highest one is 321 meters high or niedrig, low. Nummer 7. Das Gegenteil von jung ist alt. Das Gegenteil von jung ist alt. Mein YouTube-Kanal ist sehr jung. My YouTube channel is very young. I just started, so any kind of support from you guys would be much appreciated. Any likes or any comments, any feedback. Vielen Dank. Oder Trier. Trier ist die älteste Stadt in Deutschland. Trier ist eine City, ist die älteste Stadt in Deutschland, is the oldest city in Germany. Around 2030 years old. Nummer 8. Das Gegenteil von lang ist kurz. Das Gegenteil von lang ist kurz. Zum Beispiel, der Rhein ist 1233 Kilometer lang. The River Rhine is very long. And out of those 1233 kilometers, it's around 865 kilometers in Deutschland, in Germany. Oder das da sind kurze. Kurze is actually a noun, not an adjective, but of course it comes from the adjectives kurz. Kurz means short, and we call the alcoholic shots, the short, small shots, we call them kurze. Das sind kurze.
Nummer 9. Das Gegenteil von schön ist hässlich. Das Gegenteil von schön ist hässlich. Hässlich is very strong, like in English as well. Ugly is quite strong. Don't use it for people. They will never ever talk to you again. For things it's okay. Zum Beispiel, das Schloss Neuschwanstein ist schön. The castle Neuschwanstein is beautiful. Aber ich finde, eine Kakerlake ist hässlich. Kakerlake is a cockroach. Is quite ugly. Maybe not this one. This one is kind of cute, süß, ein bisschen süß, aber normalerweise Kakerlaken sind hässlich. Nummer 10. Das Gegenteil von modern ist altmodisch. Modern und altmodisch. Altmodisch is old-fashioned, literally translated, it's like vintage. Zum Beispiel die Stadt Hamburg ist sehr modern. Even though it doesn't look on this picture, but the city of Hamburg is actually the most modern city at the moment in Germany. Aber das Handy ist altmodisch. Das Handy ist sehr altmodisch and this is a vintage cell phone, it's an old-fashioned cell phone. But if you know it, you know it's a legend. It was unbreakable, unzerstörbar. Nummer 11. Das Gegenteil von praktisch ist unpraktisch. Das Gegenteil von praktisch ist unpraktisch. Zum Beispiel 7-Eleven ist sehr praktisch. 7-Eleven and these 24-hour shops in Asia, it's a Japanese chain, are very convenient and very practical. Leider, die Öffnungszeiten in Deutschland sind ziemlich unpraktisch. It's like the opening times in Germany are not very convenient. Nummer 12. Das Gegenteil von teuer. Teuer ist billig. Das Gegenteil von teuer ist billig, expensive and cheap. Zum Beispiel, München ist die teuerste Stadt in Deutschland. Munich is the most expensive city in Germany. Aber studieren in Deutschland ist sehr billig. To study in Germany is very cheap, actually almost for free. So consider a bachelor or master in Germany. Nummer 13. Das Gegenteil von schwer ist leicht. Das Gegenteil von schwer ist leicht, high, heavy and light. Zum Beispiel ein Maß Bier ist 2200 Gramm schwer. Ein Maß Bier is this thing here. It's a huge 1 liter glass, which is usually used on during the Oktoberfest. Oktoberfest is the most common, most famous and the biggest beer festival in the world. And it actually starts in September, not in October, but it usually goes into October. And also very important, they always eat these bread there. It's called Brezel. So once you ever have the chance to go there, you have to trinken ein Glas Bier, ein Glas Maß, ein Maß Bier und ein Brezel. Aber ein Haribo Goldbär Original ist nur 2,38 Gramm leicht. A Haribo Goldbär Gummibärchen is very light. Nummer 14. Das Gegenteil von schwierig ist einfach. Schwierig is difficult und einfach is easy. Zum Beispiel, Deutsch ist schwierig. I know, German is a very difficult language. According to statistics, it's the third most difficult language after Russian and Chinese. Aber die deutsche Aussprache ist einfach. Die deutsche Aussprache is the German pronunciation is actually pretty easy. Once you figured out the alphabet, those 26 letters, once you can pronounce those things, you're actually able to read a whole German book, read out loud, and it sounds very good. This is not so in other languages. For example, in Chinese, when you speak Chinese, you can actually speak Chinese, but reading is a complete different language. So this is something in German, which is not zu schwer. Das ist einfach. 15. Das Gegenteil von schnell ist langsam. Das Gegenteil von schnell, fast, ist langsam. Zum Beispiel, der ICE-Zug fährt sehr schnell. The ICE train in Germany goes very fast, up to 330 km per hour.
aber oder deutsche Frauen sprechen langsam. German women speak slowly. This is very good. Once, if you want to practice your German, don't talk to men. Don't talk to men. Always talk to women, so you can understand much more. Nummer 16. Das Gegenteil von interessant ist langweilig. Interessant, interesting and boring. Viele Menschen finden Albert Einstein interessant. A lot of people think Albert Einstein is an interesting person. Albert Einstein, of course, one of the most famous Germans who actually emigrated to Switzerland, but he was born and raised in Germany. Oder die Sendung Tatort ist ein bisschen langweilig, finde ich. I think the German TV show Tatort is like kind of the German CSI. Even though it's the most famous and most successful TV show ever been produced in Germany, I think it's a little bit boring. Nummer 17. Das Gegenteil von heiß ist kalt. Hot and cold. Zum Beispiel, Glühwein trinkt man heiß. Glühwein is mulled wine. Usually you can find it on the Christmas markets during Christmas time. It's quite strong. It's alcohol, so be careful when you drink it. Und Bier trinkt man kalt. Bier trinkt man kalt. Beer you have to drink cold. Warm, it's disgusting. Nummer 18. Das Gegenteil von bequem ist unbequem. Bequem und unbequem. Comfortable and not comfortable. Uncomfortable. Only used actually for furniture such as bed, couch, sofa or armchair. Zum Beispiel, der Sessel ist sehr bequem. Der Sessel ist sehr bequem. It's a very comfy armchair. Aber der Kühlschrank hier ist nicht bequem, ist unbequem. Der Kühlschrank ist unbequem, is not comfortable. Of course not. Why, Luzi, do you bring this example? Refrigerators, Kühlschrank is actually another German invention. Nummer 19. Das Gegenteil von lecker, lecker, lecker is delicious, ist eklig. Eklig. Again, quite strong, huh? It's disgusting. So don't use it when you're invited at somebody's dinner and they ask you, how is the food? And you say, oh, eklig. Never been invited again. Aber zum Beispiel, ich finde Currywurst lecker. Ich finde Currywurst sehr lecker. Ich finde Kutteln eklig. Kutteln. Kutteln is some kind of intestine, stomach thing. It's called tripe in English. No, not my thing. Nummer 20, the last one, das Gegenteil von reich ist arm. Rich and poor, reich und arm. Zum Beispiel, der Football Club Bayern München, FC Bayern München ist sehr reich. Der Football Club Bayern Munich is one of the richest in the world. Aber Ludwig van Beethoven war sein ganzes Leben arm. Ludwig van Beethoven, a German musician, German composer, was poor his whole life. Not really poor, but quite poor. He didn't earn a lot of money with his amazing music. Bonus tip! In case you forget the proper opposite of a noun, you just add a un. Of course, in some cases, it's actually the correct version, such as bequem, unbequem, oder praktisch, unpraktisch. Aber schön, was ist das Gegenteil von schön? Unschön? Nein, nicht wirklich. Das Gegenteil would be hässlich. But of course, when you forget this hässlich, if you have forgotten this hässlich and you don't remember, just say unschön. People will understand it, no problemo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you very much for watching. I hope you liked this video. If you did so, hit that like button. And if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe and hit that bell, so you won't miss any upcoming videos. And I hope to see you soon in one of my next videos. Until then, auf Wiedersehen, tschüss und bye bye.